Wir sind bereit für die nächste Kampfpaarung. Und zwar sind wir hier in der Klasse bis 69 Kilo. Es geht auch Kickboxen K1, K1. Dann würde ich vorstellen, in der blauen Ecke begrüßen Sie mit mir Luis Pittner von der Codex Kampfsportakademie. Und nun, auch er hat einen Gegner bis 69 Kilo. Der Wladislav selber hat gestern 68,9 Kilo auf der Waage gehabt. Sein Gegner hat 68 Kilo aktuell. Und zwar haben wir in der roten Ecke von der Kampfsportschule Augsburg Wladislav Sandu. Detroit players, Tim's for my hooligans in Brooklyn. That's dead right, hit the head right, Biggie there, and I. Papa been school since days of under rules. Never lose, never choose to. Bruce Cruz who do something to us. Talk, go new us. Girls want to us, wanna do us. Screw us, who us? Yeah, Papa and Pop. In der blauen Ecke, Luis Pittner ist 15 Jahre alt, hat einen Kampf bisher gemacht, hat einen Kampf gewonnen. Er wird trainiert von Joe Jennings. Gerne einen Applaus. Und natürlich auch in der roten Ecke. Der Wladislav ist 15 Jahre jung, kämpft für Moldawien, hat einen Kampf und auch einen gewonnen. Wird trainiert von Cihan Selçuk. Und in der blauen Ecke, haben wir schon gesagt, Joe Jennings. Aber liebe Ingolstädter, Ingolstädterinnen, ich finde, ihr macht das echt super und die Sportler danken es euch, weil der Applaus ist des Künstlers Brot und die brauchen das, die brauchen den Kick, die brauchen euch. Einfach genauso wie bei den Youngsters anfeuern, dann wird es richtig gut heute, okay? Wer im Nachgang, nach der Veranstaltung die Videos anschauen möchte, die sind die nächsten Wochen auf schanzer.tv. Das Team läuft ja hier rum und filmt das Ganze, wird auch live übertragen auf der Leinwand, was ich super gut finde. Und selbstverständlich wird auch fotografiert. Wir haben nicht irgendeinen Fotografen, wir haben den Fotografen, und zwar Stefan Bösel. Schön, dass du da bist, von Kabum. Die Bilder gibt es natürlich auf Kabum zu sehen. Sie kennen die Regeln, das Zaubern für einen Kampf. Shake hands. So, Ingolstadt, auf geht's! Thank you.
Ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Hier im Vergleich zu den Youngsters wird 3x2 Minuten gekämpft. Bei den Youngsters waren es 3x1,5 Minuten. Also die haben hier nochmal 30 Sekunden mehr. Das ist schon ganz schön heftig, 30 Sekunden im Ring. Wer das schon mal gemacht hat, der weiß, was los ist. Aber ich glaube und ich denke und ich sehe auch, die machen das doch super, oder? Unsere Nummern-Girls werden präsentiert von Francesca Boutique, die exklusive italienische Mode für die Frau. Die zwei Kämpfer im Ring sind gerade mal 15 Jahre und hauen schon sowas von rein. Unglaublich, oder?
Was für ein Kampf! Ein Riesenapplaus für die zwei Jungs hier, für Wladislav und für Luis. Ihr seht es, auch nach dem Kampf immer Fair Play. Es wird abgeklatscht, es wird respektiert. Und ich würde auch sagen, für unsere Trainer, die in der Ecke richtig mitkämpfen, für die auch mal einen Riesenapplaus. Die Kampfrichter zählen jetzt aus. Und dann bekommen wir das Ergebnis und dann wird es verkündet. Sauberer Kampf, Jungs. So, das Ergebnis steht fest. In Englisch sagt man Split Decision. Es ist kein einstimmiges Ergebnis. Und zwar geht es aus 2:1 für die rote Ecke für Wladislav Sandu von der Kampfsportschule Augsburg. Ein Riesenapplaus für den jungen Mann. Presse möchte gerne noch ein Foto machen. So, während hier noch Fotos gemacht werden, weiß ich auch, dass in unseren Reihen mitten unter den Zuschauern, der kommt später auch auf die Bühne, der Riesenapplaus für die zwei Jungs nochmal. Dankeschön.